Simon Ammann auf seinem allerersten Soloflug. Der Skispringer, der das Pilotenprüfe macht, sitzt erstmal ohne seinen Fluglehrer in der Piper. Dementsprechend sind seine Gefühle vor dem Abflug. Ja, schon ein bisschen gespannt, ich muss sagen. Gut, ich habe mich jetzt auch lange auf den Tag gefreut und das wird aber schon ein gewaltiges Erlebnis. Oben fliegt man parallel zum Flugfeld an, schaut, wo ich dann wieder lande und auf dem Moment bin ich schon sehr gespannt, wie das ist. Aber der Simi Ammann macht es bravourös und landet fehlerfrei nach ein paar Minuten wieder sicher auf dem Boden. Den Flug nach vor sich haben die Eishockey-Profis. Der NHL-Star Mark Streit hat für den grossen Tag extra die Pilotenbrille angelegt. Er fliegt schon zum zweiten Mal im Jet von Breitling mit. Ich meine, die gehen bis zu 600 Stundenkilometer und man kann verrückte Figuren machen, Loopings, Rollen und ich meine, so ein Display mitzufliegen ist einzigartig, das ist wie Patrouille Suisse und das macht sehr viel Spass. Aber es ist schon eine Herausforderung für den Körper. Seine Eishockey-Kollegen fliegen das erste Mal in so einem Jet und sind entsprechend nervös. Ja, schon ein bisschen nervös, aber sie haben da uns gut darauf eingestellt und das ist sicher ein super Erlebnis, das man nicht so schnell vergessen wird. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe ein wenig Angst, aber ich denke, es wird eine sehr gute Erfahrung sein. Vor was? Wovor haben Sie Angst? Fallen, ja. Aber der Flug mit dem Breitling-Jet-Team hoch über den Wolken ist ein einmaliges Erlebnis und fühlt sich ein bisschen an wie auf einer Achterbahn. Kein Wunder, dass dem einen oder anderen ein bisschen schlecht geworden ist. Ein bisschen. Ich muss sagen, dann, wenn er auf ist, die Augen gehen weit zu und du hast das Gefühl, du bist jetzt gerade ohnmächtig und im Bauch spürst du so recht. Aber wenn er wieder runter geht, geht es dann wieder. Ist cool. Ja, es war schon cool gewesen, mein Leben. Es war wirklich ein riesiges Erlebnis gewesen, auch die Landschaft und alles, was du hast gesehen und wie nah, dass sie an den Bergen durchfliegen und die Dreiecke, die sie machen, ist schon recht eindrücklich. Es sind außerordentliche Gefühle und man spürt die Gs und die ganzen Kräfte mit der wunderschönen Aussicht hier in den Alpen. Also eine riesen Erfahrung.